Ja, brechen, natürlich. Ja, wenn man so viel Hot Dogs frisst, ne? Wer ist das denn? Das ist eine. Hik. Was? Haya. Keine Ahnung. Ich hoffe, du bleibst noch da, meine liebe Cinder. Und wer ist da? Klavier. Also irgendwelche NPCs. Wo ist denn jetzt? Da rennen sie. Oha. Wer bist du denn? Du siehst auch verdächtig bekannt vor. Ah, dann sind die beiden. Okay, ja. Schön, da sind sie auch zusammen. Ja, jetzt hier auch natürlich der andere, also der Aspen Ass. Ich habe beide zusammengefügt, dass beide ein Paar sind hier, weil ich denke, die passen schon sehr gut zusammen. Und der ist ein sehr, ja, weiser Mann und das ist der gute Aspen. Und der ist mir, finde ich, auch sehr gut gelungen. Also die Haare und auch das Outfit geht eigentlich sehr. Und der ist hier ein bisschen Rollschuh fahren, hat ja einen Medaillon. Das ist Familie Headmaster. Und das ist, ja, sind die beiden sozusagen Headmasters. Einmal von dem Bösen, die heiße und beide sehr attraktive Leute, muss man so sagen, ne? Sind ja auch sowas wie Götter. Oder Halbgötter, keine Ahnung. Ist aber erstmal hier. Okay, da müssen wir nicht bei sein. Oh, du kommst mit rein. Also es ist aber ein bisschen. Nein, du musst da jetzt nicht. Ach, du musst synchron kotzen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist doch. Also, Freunde. Wir haben die Toilette. Das ist nicht unser Problem. Oh, sie kann sogar Opern singen. Bibi-Shibi-Shibi-Kidi. Ey, du hast gerade. Okay, hast du dich voll übergeben gerade? Ja. Was ist denn jetzt los? Benutzen? Nein, du sollst ihn nicht benutzen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, ist sie kaputt? Ja, sorry. Ey, Schockerlocker, yeah, wir sind voll cool, wir haben uns übergeben. Warte mal, lass mich mal die Hände waschen. Ich hab mich gerade übergeben. Oh, ist mir heiß. Warum ist sie so heiß? Und sie sieht verdammt nochmal wie. Also ohne Scheiß. Sieht sehr asiatisch aus. Also unbewusst wirklich ist sie mir gelungen, dass sie sehr asiatisch aussieht. Muss ich einfach mal sagen. Auch von. Oh, das wollte ich jetzt nicht, aber sie hat so, vom, so ein Aussehen, so sehr asiatisch, finde ich sehr cool. So ein bisschen. Unbewusst ist es mir gelungen. Wir möchten sie loben. Nach Karriere fragen. Bleib mal stehen. Auf der Toilette natürlich hier. Ja, come on. Also, ich möchte dich mal loben. Du bist voll cool. Du auch. So, was machst du eigentlich so beruflich? So, ich bin die Ärztin. Und du bist du Zauberin? Ja, also ich bin eigentlich arbeitslos. Ja. Mit Sieg. Nein, das machen wir nicht. Prahlen ist immer nicht so. Bedürfnis nach Sport ausdrücken. Ne, wieso. Heute, wir fahren nix heraus. Wir schmeicheln sie nochmal. Ey, ich muss dich schmeicheln, du bist echt cool. Ja, ich weiß. Und nein, wir werden jetzt nicht romantisch. Pflicht anfordern? Nein. Können wir nicht eine lustige Geschichte erzählen? Danach ein bisschen athletisch. Schmeichlerin. Kompliment über Charakter machen. Schmeichlerin. Kompliment allgemein machen. Schmeichlerin. Kompliment über Aussehen machen. Auf jeden Fall. Also, Essen, ne? Man soll niemals essen vorm Schwimmen gehen. Das ist ungesund. Das war's. Ich bin Ärztin und habe studiert und ja. Außer man, vor allem keine Hochzeitstorten. Keine Hochzeitstorten. Niemals Torten. Torten. Das ist.
Booby Traps. Ey, du bist aber ganz schön attraktiv. Ich weiß. Ey, jetzt sehe ich nicht. Oh, er führt eine Beziehung mit Aspen. Du bist einfach Knorke. Ich weiß. Eine Partnerschaft unterhält. Oha. Ey, du bist ganz schön wunderschön. Ich weiß das alles. Sagt mir mein Freund jeden Tag. Ich sehe, wir werden gleich platzen, aber ich möchte sie irgendwie erstmal so ein bisschen plaudern. Schmeicheln. Und dann nochmal loben. Und dann natürlich nochmal das. Und dann nochmal das. Und dann verabschieden wir uns und gehen sofort auf Toilette. Also ich mag ja Kürbiskuchen, ne? Kürbiskuchen ist voll köstlich. Also ich liebe Kürbiskuchen. Ich kann den ganzen Tag nur über Kürbiskuchen sprechen. Das ist vollkommen. Also ich mag ja China-Pfanne. Ja, China-Pfanne ist einfach köstlich. Also wie gesagt, ich mag Kürbiskuchen. Kürbiskuchen ist besser. Verstehst du? Kürbiskuchen. China-Pfanne ist einfach. Kürbiskuchen ist einfach. Toll. Ich weiß, was du sagen wolltest. Na, okay. Siehst du? Aber du bist einfach hübsch. Ich weiß. Ich finde dich einfach wirklich attraktiv. Oh, danke. Und du bist auch eine ganz schön heiße Boah. Ich weiß, ich bin. Und du bist einfach toll. Ja, danke. Dankeschön. Dann mach's gut, ne? Wir sehen uns, mein Kleiner. Ich bin wie ein Diamant. Glänzend und einfach unberechenbar. Oh, da ist mein Mann schnell. Ja, was die jetzt machen, Freund, nicht Mann. Bep, bep, oh, was ist denn da los? Ja, ich habe jetzt ganz den Sohn vergessen, es tut mir leid. Ja, du kannst den Rest von Erbsalat essen, was ist denn? Du bist angespannt, du musst duschen, du brauchst Spaß. Du musst deine Hausaufgaben. Du hast ja keine Hausaufgaben auf heute. Kostenloses Spiel ansehen. Ja, wann ist denn das nächste? Warte mal. Sonntag um 14.59 Uhr. Also in einer Woche. Das ist ja auch ganz schön lange. Ja, aber du hast keine Hausaufgaben auf. Hier ist. Wir fahren ja morgen irgendwie in so einen Schulausflug. Yam, yam, yam. Yam, yam, yam. Ja, und du kannst dann aber auch mal nach Hause fahren um 20 Uhr. Ach, du mach einfach, was du willst, ne? Du kannst da ja ein bisschen die Zeit genießen. Ich möchte hier noch ein bisschen spielen. Der Sohn, der ist so ordentlich. Habe ich letztes Mal schon festgestellt, der räumt alles weg. Der ist ganz brav. Das gefällt mir. Unbewusst passt der dazu so. Natürlich dann erstmal duschen. Wir stellen keinen Fall auf. Also, wir sind auf jeden Fall ein Netter. Und Spaß brauchen wir auch. Ich glaube, wir konnten das mal. Wollte er sich nicht verkleiden? Schlummerparty veranstalten? Bosco, was? Bosco freundlich begrüßen. Keine Ahnung, das ist mein Freund. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, die gibt es ja gar nicht. Glaube ich. Hüpfekästchenfeld, Karaoke singen, mit jemandem Freundschaft schließen. Hast du nicht da die gute. Hier ist sie ja. Win Chion. Ja, ne? Passt ja eigentlich so ein bisschen. Vielleicht können wir dich dann verkurbeln. Nein. Aber als Freundin erstmal. Ja? Ach, man kann es ja auch langziehen, ihr Idiot. Man kann es ja auch langziehen. Verwandeln in eine Susanne raus, eine Prinzessin, einen Prinz. Das wäre witzig. Ein Prinz, ein Astronaut. Aber ich würde vorschlagen. Teegesellschaft. Was ist das denn? Geben. Wir spielen mit ihm. Wir sind ein Kind, wir brauchen Fantasie. Und ich habe noch nie sowas gemacht. Also mit Kindern habe ich noch nie Zeit verbracht. In Sims. So, mein Freund. Du bist aber einer. Guck mal, unser Sozial geht auch nach oben. Das ist doch süß. Ari. Wie nennen wir einen Panda?
Sofort. Wie nennt man einen Japanda, der Tao Tao? Heißt das auch so? Tao Tao. Oh, das ist. Oh, das ist. Okay, ich weiß nicht. Teegesellschaft spielen. Machen wir mal. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Er ist schon einsam. Nein. Aber er ist. Die Fantasie ist lebendig in ihm. Oh, die hieß ja. Aber wir haben keine Hausaufgaben. Nee, das ist immer noch die. Ich kann mal einen Sim anrufen. Und wir fahren da rum und haben einen 25 Lose. Waschmaschine? Ja, vielleicht. Aber Ausdauertraining machen. Grußkartenfoto, dann machen wir das so. Wir gehen auf jeden Fall mit dem Sohn auf jeden Fall auch nochmal in den Park. Heute ist erstmal nur so ein bisschen Spaß haben. Wir haben einen Hotdog gewonnen, natürlich, wenn wir Hunger haben und wir müssen sowas von duschen. Ich würde sagen, ich schicke sie mal nach Hause. Booby Traps? Hat er gerade wirklich Booby Traps gesagt? Schon wieder Kissenschlacht. Okay, ich glaube, mach mal hier Tiergesellschaft. Ich will sehen, wie es aussieht. Wie gesagt, viele Sachen mit Kindern habe ich noch nie gemacht. Das Ding falsch, ich weiß. Tiergesellschaft, was passiert jetzt? Warum? Ich will es wissen. What? Was hast du denn da an? Geh mal hier hin. Wow. Du siehst aus wie SpongeBob. Nein, was hast du da an? Und du siehst deine Frisur. Ich musste deine Frisur aus einer anderen Frisur ein bisschen umstellen. Also sieht zwar cool aus, aber. Oder? Ey, sieht eigentlich ziemlich flott aus. So ein bisschen abstehen, ne? Das gefällt mir. Können wir jetzt eine Tiergesellschaft spielen? Hoppala. Clara Fontaine ist durch einen Eingang in eine Lounge getreten. Sie wird sich immer an die Noblesse und Eleganz dieses Ortes erinnern. Aha, wir sind also in einer Lounge? Ich weiß nicht. Diese Musik, das, was ist jetzt los hier? Was passiert jetzt hier? Also, das ist ja... Okay. Spielen wir verschiedene Gäste? Was machen wir? Hallo, wo willst du... Ach, der Hut ist... Ach, ich verstehe. Das ist... Ich habe es noch nie gesehen. Und das ist irgendwie total cool. Hier, meine Herren. Ah, ich bin... Was ist das? Vincent Fontaine sollte ein wenig warten. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht. Den Saft, den können wir mal in Inventar stellen. Und den Bären, den können wir mal wieder zurück. Was war das? Ich würde sagen, wir gehen mal auf Toilette. Und dann gehen wir mal ins Bett. Oh, wir sind sportlich. Ja, schön. Warum zieht sie sich immer... Ist sie irgendwie so, dass sie ordentlich immer... Schmeicheln, Genie-Vegetarier? Keine Ahnung. 20 weitere Lose sammeln. Ja, so ein bisschen Lose sammeln, ne? 5 Wildblumen pflücken. Das könnten wir wirklich mal machen. Aber wir machen, glaube ich, das. Drink genießen? Nein. Aber wir haben eine Wildblume. Wir haben jetzt einen Blumenstrauß. Können wir dann aber auch noch was essen? Ich weiß es nicht. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja richtig geil. Wir können das da raufstellen. Aber wir können auch Bücher reinlegen, ne? Oder ist das einfach nur so ein Regal? Egal. Sieht cool aus. Da können wir noch andere Pflanzen, können wir auch da... Okay. Ach, wie cool ist das? Ist tatsächlich so ein... Das ist tatsächlich ein Regal für... Okay, das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Oh, wir haben Hotdogs, eine Lebensportion Hotdogs gewonnen. Natürlich muss das da rein. Können wir die Kamera verkaufen? Cool. Das ist das Coole an diesen Items, die sie drin haben, wenn so können wir Geld machen. Und ja, ich würde mal sagen, das packen wir erstmal im Kühlschrank rein. Und wir müssen sowas von duschen, aber haben auch Hunger. Das heißt, wir werden erst einmal
Reste nehmen von den Hot. Nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Wir können keine Hotdogs essen, weil wir Vegetarierin sind. Ich glaube, daran muss ich achten, sonst wird sie wahnsinnig. Oder ist das kalt? Ist doch nicht kalt. Warum hast du denn. Vielleicht ist es einfach eine noble Gesellschaft und da muss man so sich anziehen. Keine Ahnung. Ja, wir sind hier nämlich hohe Gesellschaft und da zieht man sich mal etwas nobler an. So ist das und nicht anders. Und ich habe die gut getroffen, die beiden. Ne? Der junge Bub, der ist eigentlich sehr sympathisch und sehr cool. Ein freundlicher junger Bub, der in seiner Fantasie liegt, künstlerisch ist. Und die Mutter, die Ärztin, ist einfach super toll. So, und Logik ist ausgezeichnet. Das können wir eigentlich noch ein bisschen ausbauen. Wann müssen wir arbeiten? Wir müssen arbeiten ab morgen um 13 Uhr. Das heißt, 12 Uhr kommt die Fahrgemeinde. Das heißt, wir können noch ein bisschen trainieren. Das heißt, wir räumen hier auf. Also morgen früh können wir noch ein bisschen trainieren. Logikfähigkeit. Apropos, ich habe eine Idee. Habe ich noch das Item? Habe ich noch genug Geld für einen